Ja, Louis, 14 Uhr in Havelse. Was ein Spiel, oder? Ja, tut natürlich sehr gut, sag ich mal, nach den ganzen Niederlagen so einen deutlichen Sieg einzufahren. Ja, uns glaube ich heute ein riesiger Stein erstmal von der Brust gefallen, aber wir werden uns heute freuen und dann müssen wir ganz schnell wieder einen Schalter umlegen, damit wir, sag ich mal, in diesem positiven Tritt wieder richtig reinkommen, vielleicht eine kleine Serie starten. Da sind wir allen Leuten und uns selber schuldig. Hey, du hast zu dem Sieg beigetragen in einem Tor. Nach dem Freistoß von Löffler mit dem Hinterkopf, war das gewollt oder? Na klar, trainiere ich jedes Mal. Okay, danke. Ja, Horsch, da ist er endlich, der Befreiungsschlag, 14 hier bei Havelse. Ja, wie hast du das Spiel heute gesehen? Ja, wir haben uns von Anfang an vorgenommen, hier wieder als Mannschaft aufzutreten. Haben versucht, alles in die Waagschale zu werfen, jeden Ball zu erkämpfen. Dass Fehler passieren, ist klar, auch bei dem Wetter, aber ja, wir haben einfach versucht, als Mannschaft auszutreten und haben das, glaube ich, ganz gut gezeigt. Außerdem muss man sehen, wenn du da mal rüberschwenkst, wie viele Leute heute nach Havelse gekommen sind, so für die spielen dann natürlich auch. Ne? Ja, was hat der Trainer euch mitgegeben nach diesen 5 Niederlagen? Das ist doch schon eine schwere Situation an sich. Ah, natürlich, ne, das wissen wir ja selber, dass es eine schwere Situation war. Wir haben das analysiert, so, was müssen wir besser machen und haben versucht, das heute umzusetzen. Hat, glaube ich, ganz gut geklappt. Als nächstes erwartet euch Hildesheim. Wie kann man den Gegner jetzt einschätzen? Ja, erstmal freuen wir uns jetzt eher über die 3 Punkte. Ne? Wir wollten den Bock mal wieder umstoßen, das ist uns heute gut gelungen. Darüber werden wir uns heute freuen und ab morgen können wir dann aufs nächste Spiel am Samstag hinarbeiten. Aber jetzt freuen wir uns erstmal über die 3 Punkte, dass wir so ein kleines Erfolgserlebnis wieder hatten und alles andere dann ab morgen. Okay, danke.